Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Star Wars Battlefront 2. Und zwar geht es um die Sammelobjekte in Mission Nummer 8 unter bedecktem Himmel. Und gleich direkt zum Anfang, wenn ihr also gelandet seid, dann gerade aus diesem Steg herunterlauft, am Ende von diesem Steg ist dann auf der linken Seite das erste Sammelobjekt zu finden. Und das zweite und dritte und vierte kommt direkt in Folge, und zwar das zweite große Areal, auf dem ihr kämpft. Dieses hier. Ihr seid gerade aus diesem Haus herausgekommen, mit dem Fahrstuhl heruntergefahren, wo ich gerade herkam. Ihr kommt also aus diesem Haus heraus. Wieder großes Areal. Wir haben hier ganz, ganz viele Gegner bereits weggemacht. Treppe runter, hier auf die linke Seite rüber. Da findet ihr hier halt auf der Kiste das erste Sammelobjekt. Auf dem großen Areal, weil drei Stück sind es an der Zahl. Das zweite befindet sich dann hier in der Mitte in dem Gebäude, das mittlere Gebäude. Dort befindet sich das zweite, und das spricht natürlich für die Mission, das dritte Sammelobjekt, und zwar hier in der Ecke. Da haben wir das. Und dann gehen wir auf der anderen Seite nochmal raus für das letzte Sammelobjekt hier in der Mission. Also das zweite große Areal, auf dem ihr kämpft, nachdem wir alles down haben, sammeln wir in Ruhe ein. Kommen aus dem Fahrstuhl die Treppe herunter, wie gesagt, links einmal, dann geradeaus im Haus, dann geradeaus durchs Haus durch und hier zu diesen TIE Fightern dorthin, ne? Ihr seht hier diesen TIE Fighter, und da ist die letzte Kiste und damit auch schon das letzte Sammelobjekt für diese Mission hier. Ich hoffe, der kleine Guide hat geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst ruhig einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und ansonsten hoffe ich, wir sehen und hören uns wieder im nächsten Video. Ich sag bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.